Und sie sagen,
Christoph Gillis, Pressesprecher der Polizei Köln. Wir sprechen hier von einem weitgehend störungsfreien und friedlichen Verlauf. Der Aufzug für Gida ist wie angemeldet mit einer Teilnehmerzahl im untersten dreistelligen Bereich losgezogen, hat diesen Aufzugsweg abgeschritten. Auf der Gegenseite befanden sich im Bereich einer Standkundgebung ca. 1500 Teilnehmer einer Gegenkundgebung. Wir waren mit starken Kräften unsererseits vor Ort, um hier eine direkte Konfrontation der rivalisierenden Gruppierungen zu unterbinden. Dazu ist es infolgedessen noch nicht gekommen. Es hat im Vorlauf der Pegida-Auftaktkundgebung 6 sogenannte freizeitziehende Maßnahmen gegeben. Dabei ging es im Einzelnen um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und das Waffengesetz. Aber Ausschreitung der dadurch, dass wir hier mit starken Kräften in diesem Einsatz waren, haben wir von vornherein eine direkte Konfrontation der Gruppierungen unterbunden. Insofern ist es hier auch nicht zu entsprechenden Zusammenstößen gekommen.